Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Firma Lino. In diesem Film zeigen wir die Kopplung zwischen SolidWorks mit 3D-Layout und einem physikalischen Simulationsprogramm in Echtzeit. Was tun wir hier? Wir stellen hier ein Förderband auf, welches, wie Sie sehen, jetzt gerade konfiguriert wird in der Länge und in der entsprechenden Breite. Und wir wollen das noch weiter ergänzen. Allerdings machen wir erstmal die Konfiguration fertig. Und wie man sieht, kann man hier auch eine Geschwindigkeit vorgeben für das Transportband. Das spielt eine Rolle für das, was jetzt folgt. Wir ergänzen das Transportband um eine Kurve und wie Sie gesehen haben, nimmt diese Kurve automatisch die Breite des Transportbandes auf, so wie sie ursprünglich definiert wurde, sodass wir also in Windeseile hier in der Lage sind, eine ganze Schlange von Transportbändern hier zu definieren. Achten Sie darauf, hier geben wir eine kleinere Geschwindigkeit vor, also die virtuelle Geschwindigkeit des Bandes an dieser Stelle. Und wie man auch schön erkennen kann, wird die Laufrichtung des Bandes durch die Pfeile an der Oberfläche dargestellt. Hier jetzt ein schnelles Segment mit der 1,5-fachen Geschwindigkeit. So, und wir wollen schon gleich jetzt mal hier einen Klotz auflegen, also irgendeine gedachte Verpackung, ein Paket vielleicht, wie Sie bei DHL über solche Förderbänder laufen könnten. Und jetzt wollen wir zum ersten Mal Industrial Physics starten von der Firma Machineering. Und die Firma Machineering hat hier, wie man offensichtlich sieht, eine Schnittstelle zu SolidWorks gemacht, sodass wir in der Lage sind, unmittelbar die SolidWorks-Datei hier zu öffnen und eine physikalische Simulation zu starten. Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Zack, auf einmal wird dieser Klotz schneller, weil wir ja für dieses zweite Förderband einen anderen Geschwindigkeitsvektor eingestellt haben. Ja, man sieht das auch sehr schön. Auch diese Eigenschaft wird direkt aus SolidWorks übergeben und ausgelesen hier, sodass wir überhaupt nicht nochmal hier separat die Geschwindigkeiten in Physical Dynamics einstellen müssen. So, das soll mal der allererste Test gewesen sein, aber wir wollen das noch ein bisschen spannender gestalten. Wir wollen also jetzt diese Schlange weiter ausbauen durch hier so ein T-Stück, Transport-T-Stück, und das lassen wir hier im 90-Grad-Winkel abzweigen. Und zwar geht es hier darum, dass wir jetzt über eine zweite Transportbandschlange, die jetzt gerade im Aufbau befindlich ist, wollen wir also weitere Pakete zuführen, allerdings Pakete einer anderen Größe. Wir fügen hier noch, na, jetzt geht es vielleicht richtig, wenn wir das richtige links nehmen, hier also ein linkes Transportband hinzu. Und auch das passt sich wieder an in Breite und Höhe an das, was wir schon haben. Und dann soll noch ein Transportband hinzukommen. Sie sehen auch schon die Laufrichtung. Also hier werden, das wird jetzt umgedreht, damit die Laufrichtung stimmt. Also hier werden eben auch Bänder zugeführt von unten nach oben. Entschuldigung, nicht Bänder, sondern Kisten natürlich. Und hier ändern wir noch die Länge von diesem Transportband. Und die Geschwindigkeit lassen wir bei 1. So. Jetzt geht's weiter. Auch hier wird eine solche Kiste aufgesetzt, wobei diese Kiste jetzt, die wollen wir bewusst von der Höhe anders gestalten, weil wir wollen später zeigen, dass wir diese Kisten auch wirklich sortieren können nach Höhe über zwei sogenannte Abräume. Aber dazu müssen wir erstmal die Kistenhöhe hier verändern von 300 auf 150 mm, also hier die kleine Kiste, soweit SolidWorks Standard. So, und jetzt gehen wir daran, um hier noch weitere Transportbänder hinzuzufügen, beziehungsweise in dem Fall den Abräumer. Also das ist im Grunde Transportband mit so einer Funktionalität, wo so ein Schieber rauskommt, wenn ein Sensor feststellt, dass ein Objekt in einer gewissen Höhe da vorbeikommt, dann wird, und das stellen wir gerade ein hier, die Sensorhöhe 200, also das heißt, hier würden die großen Kisten abgeräumt, weil der Sensor quasi anschlägt. Die kleinen Kisten mit der Höhe 150 hingegen, die würden also hier durchfahren, ohne dass der Abräumer sie erwischt. Und jetzt fügen wir eben hier auch noch einen Tisch an, der eben die abgeräumten Pakete auffangen kann. Und jetzt wird der zweite Abräumer angeschlossen und auch der verhält sich wieder, wie wir es von 3D-Layout gewöhnt sind und passt sich wunderschön in Breite und Höhe an die Gegebenheiten, die wir nun schon mal haben. Wobei wir hier jetzt allerdings darauf achten, dass die Sensorhöhe
auf 50 Millimetern ist. Das heißt, hier würde auf jeden Fall jede vorbeikommende Kiste würde abgeräumt. Wir werden das später gleich sehen. Da öffnet sich diese blaue Klappe und ein Schieber kommt heraus und räumt im Grunde die Kiste ab. Und das ist also unsere Methode zur Kistenvereinzelung. So, was brauchen wir noch? Vielleicht noch eine Gitterbox, die dazu dient, diese Kisten dann auch letztendlich aufzufangen, wenn sie denn da vom Band runterkollern. Und die haben jetzt keine Schnappposition, die können wir frei im Raum positionieren, diese Kisten hier. Das machen wir jetzt auch. Und noch eine letzte Kiste für Dinge, die vielleicht, warum auch immer, gar nicht abgeräumt werden, obwohl das ja eigentlich nicht vorkommen sollte. Aber gucken wir mal, was unsere Simulation sagt, weil das ist ja das Spannende dabei. Wir können wirklich sehr weitgehend die Wirklichkeit simulieren, noch bevor jemals diese ganze Maschine aufgebaut wurde. So, wir machen hier noch eine Sache. Wir machen eine Verknüpfung von Komponenten und damit sorgen wir dafür, dass diese Kisten auch automatisch zu dieser ganzen Kette gehören. Also diese komplette Anlage, die wir jetzt aufgebaut haben, ist eine einzige Kette, die wir jetzt uns quasi an die Maus hängen können und auch als Ganzes verschieben. Aber wir müssen auch noch die, das machen wir auch noch mit den Päckchen hier, auch die werden zu einer Kette gemacht und jetzt sollten wir vielleicht in der Lage sein, das Ganze, da sieht man es ja schön, das Ganze mit der Maus zu verschieben und zu positionieren, wo auch immer wir wollen. So, und jetzt lassen wir diese Geometrie auch wieder nach Industrial Physics herüberwandern und Sie sehen, das geht sehr schnell. Also der ist wirklich flott dabei, jetzt diese Geometrie auch zu übernehmen. Wir müssen also nichts machen. Sämtliche Daten sind schon da. Es gibt keinen Datenverlust. Und jetzt schauen wir mal, wie jetzt diese beiden Päckchen gleichzeitig starten. Das erste geht vorbei am ersten Abräumer, wird vom zweiten runtergeschoben. Das dicke Päckchen wird vom ersten Abräumer mitgenommen und so weiter und so fort. Und man kann sehr schön sehen, das sieht ganz gut aus. Und wie es scheint, treffen diese Pakete auch in die Gitterboxen. Es gibt auch keinen erkennbaren Stau. Soweit sieht das, denke ich mal, sehr schön aus und man kann jetzt wunderbar zuschauen, wie sich diese Gitterboxen füllen. Finde ich also echt hochinteressant. Gut, das klappt ganz gut. Wir wollen aber jetzt bewusst auch mal eine Schwierigkeit herbeiführen, weil dann macht es bekanntermaßen, ist es ja dann erst richtig interessant, indem wir jetzt diese Transportbänder alle auf eine Breite von 600 mm einstellen und das dauert ein bisschen, weil er jetzt hier doch sehr viele Transportbänder einzustellen hat. Aber das Schöne ist, es funktioniert automatisch. Und am Ende haben wir sämtliche Transportbänder entsprechend angepasst. So, da sind wir schon. Wir müssen jetzt nur noch diese eine Kiste noch ein bisschen hinrücken, damit das auch passt. Ansonsten hat er diese komplexe Operation durchgeführt. Ich meine, das sieht so alles so einfach aus, aber wer normal mit CAD konstruiert, der weiß, so einfach ist das normal nicht. Und da sind schon enorme Hilfen eingebaut durch 3D-Layout, die das Ganze so geschmeidig aussehen lassen, wo ein anderer vielleicht erst einmal einen Tag konstruiert hätte, um jetzt nur diese Änderung konstruktiv in diesen Förderbändern zu machen. So, und jetzt gucken wir mal, wie das jetzt in Industrial Physics aussieht, das Ganze. Sie sehen, auch hier wird wieder schnell die Geometrie übernommen. Wir sehen jetzt das 600 mm breite Förderband. Und jetzt starten wir wieder mal und gucken, wie sich das Gesamtsystem verhält durch diese Veränderung. Aha, da kommt die kleine Kiste, wird jetzt abgeschoben und da sehen wir schon, das war haarscharf, die ist beinahe über die Kante gekommen. Auch hier, die große Kiste ist nicht ordentlich abgeschoben worden. Jetzt kommt die nächste kleine Kiste, wow, die fällt sogar auf den Boden runter. Und auch hier geht es hoch zur Sache. Also wir sehen offenbar jetzt ein Layout von dieser Anlage, die nicht zielführend ist. Hier geht doch sehr vieles daneben, geht auf den Boden und das kann man also so nicht verwenden. Und so haben wir eigentlich durch diese Simulation schon eine sehr interessante Information gewonnen. Vielen Dank fürs Zuhören.